Leute, in diesem Video wollen wir mal über die potenziell beste Aufstellung von Borussia Mönchengladbach für die Saison 2023-24 sprechen und auch darüber, warum ich glaube, dass es für Gladbach ab jetzt Stück für Stück wieder aufwärts gehen könnte. Zunächst werfen wir dazu mal einen Blick auf die Abgänge. Mit Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Rami Benzebaini hat man schon eine ziemlich namhafte Achse verloren. Das muss man so sagen. Alle drei Abgänge tun weh. Thuram und Benzebaini vor allem, weil ablösefrei. Sportlich waren die beiden ja in der Rückrunde nicht mehr so unverzichtbar, sag ich mal. Aber was eben besonders schmerzt, ist natürlich der Abgang von Jonas Hofmann. Er war ja ursprünglich als Schlüssel- und Führungsspieler eingeplant. Sein Wechsel zu Leverkusen extrem bitter. Ansonsten schmecken aber natürlich die 15 Millionen Euro für Jordan Bayer wenigstens noch ganz gut, denke ich. Dennoch würde ich die Abgangsseite nicht so negativ bewerten, einfach weil ich glaube, dass dieser schon recht radikale Umbruch auch sehr gut tun kann. Alleine deswegen, weil jetzt so ziemlich jeder weg sein müsste, der sich nicht mehr zu 100% dem Weg der Borussia verschreibt. Jetzt mal der Blick auf die Neuzugänge. Tomáš Javančara von Sparta Prag für 10,5 Millionen Euro ist natürlich ein riskanter Transfer mit Blick auf die Ablöse, aber in der Vorbereitung hat er ja schon angedeutet, dass er sofort weiterhelfen kann. Franck Honorat als quasi Hofmann-Nachfolger, der sollte ja schon letztes Jahr kommen. Jetzt ist er endlich da, auch ein richtig guter Mann, wie ich finde. Julian Weigel hatte man vorher schon geliehen, jetzt fest verpflichtet. Fabio Chiarodia, richtig interessantes Talent für 2 Millionen Euro. Robin Hack finde ich auch für den Preis definitiv nicht schlecht. Der Sprung in die Bundesliga ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen. Maximilian Böber, der wird der Defensive auch nochmal richtig gut tun. Und ansonsten Ranos und Ulrich, die beiden sind super talentiert, Perspektive machst du da nichts falsch. Also bei den Transfers gefällt mir die Mischung aus einer gewissen Erfahrung und einigen verheißungsvollen jungen Spielern richtig gut. Genau das muss ja jetzt auch der Weg der Borussia sein. Wie und ob das alles auch gut funktionieren wird, muss sich natürlich zeigen, aber zu Beginn der Transferperiode waren die Sorgen bezüglich Gladbach, da bin ich mir sicher, bei einigen noch deutlich größer. Aber gut, schauen wir uns jetzt mal die potenzielle Top 11 von Borussia Mönchengladbach an. Ich habe mich bei der ersten Aufstellung mal für ein System mit Dreierkette entschieden. Ich denke, das passt ganz gut zum Spielermaterial. Im Tor führt natürlich kein Weg an Jonas Omlin vorbei. Er hat den Abgang von Jan Sommer, wie ich finde, relativ schnell vergessen gemacht. Zeigt sich auch als Führungsspieler. Ich denke, da hat man für die kommenden Jahre einen richtig guten Rückhalt. Rechts in der Innenverteidigung sehe ich Joe Skelly, immer noch jung, hat eine starke Entwicklung genommen, ist mittlerweile schon jemand, den ich als etablierten Spieler bezeichnen würde. Er wird gesetzt sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Egal ob als Rechtsverteidiger in der Viererkette oder als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette hier. Schienenspieler rechts könnte er notfalls, denke ich, auch machen, falls mal Not am Mann ist. Zentral in der Innenverteidigung, wenig überraschend, Ko Itakura. Seit seiner Schalke-Zeit befindet sich der Japaner auf einem sehr aufsteigenden Ast. Hat bei Gladbach direkt auch daran angeknüpft, wenn er so weitermacht, ein ganz wichtiger Spieler und der vermeintliche Abwehrchef der Zukunft. Links dann der erste Neuzugang, Maximilian Böber. Er bringt einen sehr großen Erfahrungsschatz aus zahlreichen Ligen, in denen er gespielt hat, mit. War aber speziell in Salzburg eine richtige Bank. Er dürfte auf der linken Innenverteidigerposition gesetzt sein und ist auch je nach nachdem eine Option in einer Viererkette, da dann Linksverteidiger zu spielen. Linker Schienenspieler wäre bei mir Luka Netz. Mit einem Wölber im Rücken kann ich mir richtig gut vorstellen, dass er den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen kann. Rechte Schiene Franck Honorat. Durch die Erkrankung von Stefan Leiner gibt es hier eigentlich auch kaum eine andere Alternative, aber auch abgesehen davon ist Honorat jemand, der viel fürs Team arbeitet. Er kann offensiv seinen Beitrag leisten. Ich denke, da muss man sich auf der Position keine Sorgen machen. Ein Platz im Mittelfeld geht ganz klar an Florian Neuhaus. Er hat verlängert, soll mehr Verantwortung übernehmen, er will mehr Verantwortung übernehmen und fußballerisch ist er natürlich einer der Besten im Kader der Fohlen. Dazu sehe ich ihn auch als potenzielle Identifikationsfigur in der Zukunft. Neben ihm wird dann, denke ich, Julian Weigel gesetzt sein. Der Ex-Dortmunder verfügt über viel Erfahrung und soll dazu beitragen, Stabilität ins Spiel zu bringen. Links offensiv muss natürlich ganz klar Alessandro Player gesetzt sein. Ich denke, wenn er fit bleibt, dann ist er definitiv in der Lage, bis zu 20 Scorer zu liefern. Und nein, damit meine ich nicht nur Tore, sondern auch Vorlagen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Nicht, dass wir hier zu einem Missverständnis kommen. Player aber in jedem Fall einer der Schlüsselspieler der Offensive. Wenn nicht der Schlüsselspieler in der Offensive. Rechts sehe ich
sich Nathan Ngumu. Der hat in der abgelaufenen Saison jetzt nicht wirklich überzeugen können, aber er war einer der stärksten in der Vorbereitung. Und da würde es mich nicht wundern, wenn ihm jetzt der Durchbruch in der Bundesliga gelingt. Ngumu, hört auf meine Worte, den muss man zu 100% auf dem Schirm haben. Und im Sturm wird es dann spannend, ob Javanschara in der Bundesliga einschlagen wird. Ich denke, er hat gute Chancen, zum Start gesetzt zu sein. Kann er daran anknüpfen, was er in der Vorbereitung beispielsweise gegen Stuttgart gezeigt hat, dann sprechen wir hier vielleicht ganz schnell von einem regelrechten Transfercoup von Roland Wirkus. Also auf den Jungen bin ich echt mal so richtig gespannt. Und ich sag mal so, wenn man sich die Aufstellung so anschaut, dann finde ich schon, dass Gladbach eine richtig gute Startelf stellen kann. Klar, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Erstmal muss es das Ziel sein, überhaupt nichts mit den unteren Plätzen zu tun zu haben. Alles, was dann in die obere Tabellenhälfte geht, ist Bonus. Aber wenn es gut läuft, ist dieser Bonus alles andere als unrealistisch. Für mich eine der größten Wundertüten der Saison, allerdings im positiven Sinne Stand heute. So, jetzt schauen wir uns aber auch mal die Alternativen im Kader an. Hinter Omlin wartet Olschowski auf die eine oder andere Chance, was natürlich beim Torhüter sehr schwer wird. Mal sehen, ob Elvedi noch bleibt. Er wäre dann natürlich auch ein Kandidat für die erste Elf. Ansonsten hätte man aber auch mit Janschke, Friedrich und Kiarodia genügend Alternativen. Hinter Netz hätte man noch Ulrich als weiteres Top-Talent auf der rechten Schiene. Sieht es dann wiederum recht dünn aus, wegen der Erkrankung von Leiner. Aber Skelly wäre dann natürlich auch eine Option, wie schon gesagt. In der Zentrale im Mittelfeld hätte man hinter Neuhaus und Weigl noch Kone und Kramer. Gerade Kone, wenn er wieder fit ist, wird ein ganz klarer Kandidat für die Startelf sein. Ihn wollen wir hier auf keinen Fall unterschlagen. Und offensiv wird es spannend, ob Robin Hack den Sprung in die Bundesliga packt. Ranos wird wahrscheinlich auch seine Chancen hinter Javanschara erhalten. Und Patrick Herrmann ist und bleibt der Joker Nummer 1 der Fohlen. Und jetzt auch nochmal eine mögliche Aufstellung mit Viererkette. Auch hier liest sich alles ganz gut, wie ich finde, was die Borussia so zu bieten hat. Wie gesagt, Wöber könnte auch auf links in der Verteidigung spielen, falls Netz in der Viererkette nicht so funktionieren sollte. Innenverteidiger hätte man ja genügend im Kader. Stand jetzt würde ich aber sagen, erscheint mir eine Formation mit Dreierkette ein wenig sinnvoller. Aber das ist auch nur meine persönliche Einschätzung bis hierhin. Was sich da jetzt im Endeffekt etabliert und sich erfolgs Versprechen zeigt, sehen wir dann im Verlauf der Saison. So oder so würde ich aber sagen, dass ich den Gladbach-Kader so eigentlich ganz stabil finde. Und wenn die Jungs auch nur halbwegs so einschlagen, wie sich das alles liest, dann muss man da auch mal sagen, dass Roland Wirkus, zumindest in meinen Augen, einen gar nicht mal so schlechten Job gemacht hat. Vor allem, wenn man mal bedenkt, mit welchen Voraussetzungen er an die ganze Sache rangehen musste. Also ich meine, da wurde ihm ja jetzt nicht gerade der beste Haufen überlassen, als Max Eberl gegangen ist. Dann war ja noch die Geschichte mit Marco Rose, auch das hat einen Knick in die Mannschaft gebracht. Jetzt bekommt das Team ein neues Gesicht und ich würde sagen, zumindest meiner Meinung nach, ab jetzt zählt's für Roland Wirkus. Naja, an der Stelle gebe ich jetzt natürlich wie immer an euch weiter. Wie steht ihr zum aktuellen Kader der Borussia? Was traut ihr den Fohlen sportlich zu und wie würdet ihr die Mannschaft aufstellen? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare und ansonsten, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball!